Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Wir führen heute eine aktuelle Debatte durch auf Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ich habe mich im Vorfeld natürlich mit Presseberichterstattung dazu beschäftigt und war erst überrascht und dachte, vielleicht könnte die Debatte ja in eine vernünftige Richtung gehen, denn in der Volksstimme vom 13.12. stand: Der Landtag von Sachsen-Anhalt wird auf Antrag der Grünen Landtagsfraktion am Donnerstag über die steigende Zahl von Demonstrationen mit Corona-Bezug im Land debattieren. Nun will ich jetzt darauf gar nicht weiter eingehen, dass der Landesbezug hier in der Debatte bisher völlig gefehlt hat. Herr Erben hat eine Rede vorgelesen, die er schon geschrieben hat, bevor er gewusst hat, wie die Innenministerin sich hier positioniert und welche Einschätzung der Lage die Innenministerin dazu abgibt, und hat dann vorgetragen seine Sichtweise der Demonstrationen in Sachsen-Anhalt, die aber nichts mit der Realität zu tun haben. Und ähnlich ist das so bei dem Antrag der Grünen. Ich brauche bloß mal die Überschrift vorzulesen. Dort steht: Verschwörungsideologien widersprechen radikalisierten Corona-Leugnern und Impfgegnern mit staatlichen Konsequenzen begegnen. Ja, meine Damen und Herren, daran merkt man, dass Herr Striegel oder auch andere Mitglieder dieser Grünen nie auf einer Veranstaltung hier in Sachsen-Anhalt waren, weder als Teilnehmer noch als parlamentarischer Beobachter. Und darum diese Fehleinschätzung vornehmen und die Menschen, und diese Fehleinschätzung, ich sage jetzt, wozu die dient: Sie wollen die Menschen stigmatisieren, sie wollen die Menschen vorverurteilen, sie wollen die Menschen brandmarken, sie wollen die Menschen mit Lügen überziehen, um ein Milieu zu schaffen, das ist dann rechtfertigt, gegen diese Menschen mit staatlicher Härte vorzugehen. Sie wollen nicht nur Bußgelder verteilen, wie Sie es heute gesagt haben. Damit soll es beginnen. Sie wollen in der Endkonsequenz Einsatzhandschuhe, Schlagknüppel, Wasserwerfer gegen die Bevölkerung dieses Landes einsetzen. Und dagegen werden wir uns stellen. Wir werden es nicht zulassen, dass Sie hier ein autokratisches System nach Vorbild China errichten. Das werden wir nicht zulassen. Darauf können Sie sich verlassen. Und jetzt... Jetzt komme ich mal darauf zu sprechen, wie der wirkliche Zustand hier in Sachsen-Anhalt ist. Und ich sage Ihnen Folgendes: Jeder, der mal auf so einer Demo war, der weiß, wer da auf dieser Demo ist. Das sind Handwerksmeister, das sind teilweise Ärzte, das sind Krankenschwestern, das sind Juristen, das sind Arbeiter, das sind auch teilweise Arbeitslose. Und jetzt kommt ein Knackpunkt, den Sie auch nicht wahrhaben wollen: Geimpfte, Ungeimpfte, Geboosterte, Ungeboosterte. Da ist ein Querschnitt der Gesellschaft, nicht so, wie Sie es darstellen. Und warum ist das so? Ich sage Ihnen, warum das so ist. Weil mittlerweile jeder in diesem Land merkt, dass die Politik nicht weiß, was sie tut. Jeder merkt, dass sie diese Pandemie nicht erfolgreich bekämpfen. Und ich sage Ihnen, auch da sind massiv viele CDU-Wähler dabei. Die CDU hat 37% in diesem Land ein Ergebnis errungen. Und die merken jetzt, die Menschen, auch ihre Wähler, dass sie mit dieser Pandemie nicht fertig werden. Und die Menschen merken auch, dass sie von diesem Impfstoff, den sie den Menschen auch teilweise, es ist nun mal so, die Debatte gibt es, mit Zwang verabreichen wollen, eventuell in der Zukunft, überhaupt nichts wissen. Denn da, es wird doch deutlich, wenn man sich die Chronologie der Empfehlungen und Aussagen der politischen Kaste anguckt, wo es erst heißt, Boosterung nach einem Jahr, Boosterung nach einem Dreivierteljahr, Boosterung nach einem halben Jahr. Lauterbach schwadroniert jetzt über 4 Monate. Der BioNTech-Chef mir, der sagt 3 Monate. In NRW war mal kurzzeitig einen Monat schon eine Boosterung möglich. Wer soll Ihnen dann noch abkaufen, dass Sie überhaupt irgendwas über diesen Impfstoff wissen bei so einem Verhalten? Das kauft Ihnen kein Mensch mehr ab. Und darum gehen die Menschen auf die Straße, weil sie merken, dass die etablierte Politik keinen Durchblick hat. Das ist die Realität und nichts anderes. Und ich sage Ihnen mal auch, warum Sie doch weiterhin auf die Straße gehen. Es geht um Existenzängste. Existenzängste, finanzielle Ängste. Es geht um Nöte und Sorgen, die man ernst nehmen muss. Und ich habe eigentlich erwartet heute, dass diese Nöte und Sorgen ernst genommen werden. Aber nein, Sie kommen mit Diffamierungen, mit angeblich verschwörungsideologischen Hintergründen und Querdenkern. Sie schmeißen alles in einen Topf. Da machen Sie noch ein bisschen Rechtsextremismus dazu und noch ein bisschen Reichsbürgertum dazu. Und fertig ist die Soße, die dann rechtfertigen soll, dass Sie gegen die Bürger dieses Landes vorgehen. Und ich sage es noch mal, das wird hier nicht passieren. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn mir einer 2019, Anfang oder Mitte des Jahres erzählt hätte, in Deutschland, in der Bundesrepublik Deutschland, wird es in 2021 so sein, dass man als gesunder Mensch
nicht mehr in Teilen Deutschlands an Gottesdiensten teilnehmen darf. Oder dass man als gesunder Mensch für seine Familie keine Weihnachtseinkäufe mehr im Geschäft machen kann, für die Eltern, für die Kinder. Dass man als gesunder Mensch stigmatisiert wird, dass es in Deutschland Debatten wirklich darüber gibt und diese Debatten haben stattgefunden, ob gesunde, ungeimpfte Menschen keinen Zugang mehr haben sollen zu Supermärkten und damit zu Grundlebensmitteln. Wenn mir das einer erzählt hätte, 2019, hätte ich gesagt, du bist ein Verschwörungstheoretiker. Das ist Schwachsinn, das wird es niemals geben, weil wir haben in Deutschland ein Grundgesetz, wir haben in Deutschland Bürgerrechte, die werden hochgehalten. Aber das ist die Situation und das sollten Sie mal alle, allesamt, wie Sie hier sitzen, egal von welcher Partei, sollten Sie mit nach Hause nehmen, sollten Sie heute Abend noch mal in Ruhe darüber nachdenken, was hier in diesem Land stattfindet. Und wenn ich mir hier die Situation in Magdeburg angucke, mit dem Weihnachtsmarkt, wo es so ist, dass alle diesen Weihnachtsmarkt betreten dürfen gleichermaßen und der ist voll. Aber, jetzt kommt's, ich darf nur als Geimpfter was kaufen. Das heißt also, ich muss mich an eine Bude begeben, muss dort meinen Impfstatus nachweisen, muss zeigen, ich bin geimpft, dann kriege ich ein Band, was mich zum besseren Menschen macht, was mir dann ermöglicht, eine Bratwurst zu kaufen oder einen Glühwein, obwohl ich mich mit denselben Menschen dort die ganze Zeit umgebe. Ja, wo sind wir denn hier? Das ist Ausgrenzung allerhöchster Güte. Und das erinnert mich wirklich, und ich muss es leider sagen, an ganz dunkle Zeiten in Deutschland. Und das sollten Sie auch mit nach Hause nehmen. Und darüber sollten Sie auch nachdenken und nachjustieren und eine Situation herbeiführen, die nicht zur Spaltung der Gesellschaft führt, sondern eine Situation herbeiführen, wo alle an einem Strang ziehen. Und das machen Sie nicht und das machen Sie absichtlich. Und das lehnen wir ab. Und vielleicht noch eins zum Abschluss. Ich möchte es in Sachsen-Anhalt nie erleben, dass wir Zustände erhalten, wie sie in Berlin tagtäglich passieren, wo Menschen, Teilnehmer an Demonstrationen, und dabei ist mir egal, welchen Hintergrund die haben, auch wenn das da irgendwelche Verschwörungstheoretiker sind, trotz alledem, Polizeigewalt wie in Berlin darf in Sachsen-Anhalt nie passieren, wo sich UN-Menschenrechtsbeauftragte Ermittler einschalten müssen und von der Bundesregierung Stellungnahmen abfordern, weil dort Videos rumgehen, wo dieser Ermittler sagt, diese Frau hätte bei diesem Polizei, dieser übertriebenen Härte auch sterben können. Das ist Fakt, das ist in Berlin so passiert. Googeln Sie es, machen Sie sich schlau. Sowas möchte ich in Sachsen-Anhalt nicht und Sie wollen das und darum lehnen wir alle Initiativen, die aus der Richtung von Ihnen kommen, rigoros ab. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Abgeordneter Büttner. Es gibt eine Nachfrage. Herr Dr. Gruber hat eine Nachfrage. Wenn Sie die beantworten wollen, dann gleich. Und dann hat sich Herr Strigel schon für eine Intervention bereitgestellt. Herr Büttner, die Frage ist relativ kurz. Sind Sie geimpft? Herr Dr. Gruber. Ich sage Ihnen das mal ganz, das geht sich gar nicht an. Das geht nur mich und meinem Arzt was an, weil das der ärztlichen Schweigepflicht unterliegt. Und das ist Ihnen abhandengekommen. Datenschutz spielt für Sie in diesem Land auch keine Rolle mehr. Überall liegen Zettel rum, wo Personaldaten draufgeführt werden, die gar keinen was angehen. Und darum werde ich Ihnen diese Auskunft nicht geben und damit müssen Sie leben. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Dann gehen Sie doch ans Mikro und erklären mir, was Sie damit meinen, Herr Meister, und brüllen Sie nicht heute einen unlapidaren Scheiß dazwischen, den Sie da nicht erklären können. Ja, bitte. Herr Büttner, das sage ich nur einmal. Und da habe ich mich auch, das möchte ich nicht noch mal hören, dass hier Fäkalausdrücke gebraucht werden. Frau Präsidentin, ich entschuldige mich wirklich. Okay, gut. Herr Dr. Grube, Sie scheinen eine Nachfrage zu haben. Bitte kurz. Herr Büttner, mit der ärztlichen Schweigepflicht ist das ja so, da können Sie Ihren Arzt von entbinden. Der steht ja gar nicht mit hier. Insofern können Sie die Frage für sich ja selbst beantworten. Und ich glaube, Sie sind geimpft und wollen das nicht zugeben, weil dann wird es bei der nächsten Demo doof. Was bin ich? Herr Grube, ich bin geimpft und will das nicht zugeben, weil ich Ihnen, das schließen Sie jetzt woraus? Herr Dr. Grube, es war keine Frage. Also Sie glauben das ja. Es war das keine ist das Frage und deswegen. So ein Quatsch habe ich auch noch nicht gehört. Es war bitte. Keine Frage. Jetzt kommt Herr Strigel. Ja, Frau Präsidentin, zu einer Zwischenintervention an dieser Stelle. Ich will, was der Abgeordnete Büttner hier gesagt hat, mit aller Deutlichkeit zurückweisen. Wer meinem Redebeitrag zugehört hat, der konnte vernehmen, dass es eben nicht um Eskalation, sondern um staatliche Konsequenz geht. Das ist ein deutlicher Unterschied.
Versammlungsrecht steht nicht zur Disposition, aber das Versammlungsrecht unterliegt Regeln und diese Regeln muss der Staat auch und gerade in Pandemiezeiten durchsetzen. Herzlichen Dank. So, vielen Dank, Herr Büttner. Ja, ich würde dazu noch kurz Stellung beziehen wollen, wenn das erlaubt wäre. Gerne. Ich will einfach noch kurz sagen, Herr Striegel, Sie können ja hier viel erzählen, aber Ihr Antrag, da steht es schwarz auf weiß verschriftlicht. Und diesem Antrag ist klar zu entnehmen, dass Sie alle Menschen, die an Demonstrationen teilnehmen, aus welchen Beweggründen auch immer, über einen Kamm scheren. Und da können auch die Blumen, die sich Ihre Fraktionsmitglieder in die Haare stecken und auf Peace und Frieden machen, nicht darüber hinwegtäuschen, dass Sie hier autokratische Systeme und Staatsgewalt etablieren wollen. Das lehnen wir ab.